Wie reifte in ihm der Entschluss, dem Nationalsozialismus entgegenzuwirken? Der war einfach in ihm begründet. Er von seiner Jugend her gehörte er zu dem Wandervogel und Naturbejahung und einer selbstständigen Haltung da. Und dass die Nationalsozialisten das alles autoritär machen wollten. Und womöglich auch schon die ganze Jugenderziehung auch in die militärische Richtung ziehen wollten, das sagte ihm von Anfang an nicht zu. Also er war von Anfang an, als diese Bewegung sich entwickelte, gegen sie. Hat sich nicht bejaht. Wie haben Sie diese Bewegung empfunden? Haben auch Sie... Ich habe einmal Hitler selber erlebt. Bei meiner Rede auf dem Sportplatz. Und da habe ich also gewagt, bedenklich zu gucken und nicht den Arm hochzureißen wie alle anderen, als sie ihren Gruß ausrichteten. Und da guckten mich alle an, als ob sie einen verprügeln wollte. Und ich hatte sofort, als ich ihn reden hörte, mit seinen großen Tönen, habe ich sofort eine innere Ablehnung dagegen gespürt. Von Anfang an, also war ich ein Gegner von Hitler direkt.